Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in TS Classic. Wir sind wieder in Tirol, um genau zu sein, in Innsbruck. Und wir fahren heute einen Güterzug zum Brenner hinauf. Und zwar mit der L44 oder anders gesagt mit dem Alpenheuler. Warum die Lok so den Spitznamen hat, das werdet ihr gleich merken. Aber das ist eine meiner Lieblingsloks und ich dachte, ja, warum auch nicht? Lasst uns da mal zum Brenner rauffahren. Ist eine schöne Strecke, bin ich schon länger nicht mehr gefahren. Und ich würde sagen, wir gehen raus aus der Pause. Ja, raus aus der Pause. Wunderbar. Und werden einmal die L44 hier in der Doppeltraktion einmal aufrüsten. Na, bin jetzt wieder in der Pause reingegangen. So, jetzt. Okay. Wir machen die Batterie an mit Shift B, mit F. Hier Bremse frei. Sehr gut. Und Stromabnehmer hoch. Das hat funktioniert. Und Hauptschalter rein. Sehr gut. Wir werden die Instrumentenbeleuchtung noch anmachen. Mal schauen, das ist das normale Licht. Ja. Wir haben hier sogar ein Fernlicht. Das ist mega geil. Geschwindigkeitsvorwahl machen wir mal auf 60, hätte ich gesagt. Wobei, nee. Erstmal 40. Und jetzt gehen wir gleich nach draußen und da wird es dann gleich laut. Ja. Jetzt wisst ihr ja, woher der Spitzname kommt. Da hinten haben wir noch eine im alten Design. L44-40. Und da kommen auch schon die Kollegen vorbei. Ja, das ist unser Güterzug von hinten. Ist jetzt nicht so ultra lang, aber naja, Bergstrecke halt. Ich denke mal, das sollte eigentlich eine Fahrt werden, ohne größere Probleme. Aber bei mir und meiner Verplantheit weiß man nie. Was haben wir denn hier? Typ E-Lok. Oh, wer hätte es gedacht? Bremsen sind, glaube ich, nicht angelegt. Alles gelöst. Ja. Cool. Wir dürfen fahren. So. Dann gehen wir mal Leistung. Wenn wir sagen 50%. So, rechts von uns die Drehscheibe von Innsbruck. Mit einem richtig schönen Lokschuppen dazu. So, da geht's nach Innsbruck Westbahnhof da. Wir machen weiter zum Arlberg rauffahren, wenn wir den wollten. Boah, und diese Steigung, die habe ich gehasst beim Rangieren, weil kurz vor dem Signal musste der dann anhalten. Das war echt nicht leicht als Anfänger damals. Wunderbar. Schauen wir uns mal von außen an. Erstmal hier alles blockieren. Ich mag das Rollgeräusch von denen. Okay, dann machen wir hier gleich mal drüber. Scheiße, die SIFA ist ja noch mit an. Was soll ich die jetzt anlassen? Sie fahren lassen, sie fahren lassen. Ach, wisst ihr was? Wir fahren mal mit der SIFA. Auch wenn sie mich echt nervt.
Aber dann fahren wir mit allen Sicherheitsfeatures. Ich glaube, wir könnten versuchen, mal ein bisschen mehr Leistung zu geben. Aber wir sind eh schon recht weit oben. Also für das, dass die Wagen alle leer sind, hat sie schon zu kämpfen. Was haben wir jetzt hier? 24,8%. Oh Mann, jetzt mal die ganze Zeit die Leertaste drücken. Es wird schwierig mit meinen sexy Aufnahmen von draußen. Aber ich kann es jetzt mal machen. Einfach fleißig die Leertaste drücken. Sehr gut. Ja, wenn wir Glück haben, dann kriegen wir bis oben grüne Fahrt. Und die PCB lässt mich in Ruhe. Ah, es ist schon mindestens eine Zwangsbremsung kriege ich. Entweder von der SIFA oder von der PCB. So, Fernlicht kann man wieder ausmachen. Ich meine, das Fernlicht, das hätte ich so gern bei mehreren Lokomotiven. Vor allem, dass man im Tunnel da mal was sieht. Das haben sie bei der Lok wirklich gut gemacht. Moment mal, ich hab mal... ich hab mal von Train Driver 2 die Leertaste auf eine Funktionstaste bei der Maus raufgelegt. Wenn ich jedes Mal die Leertaste drücken muss, sondern einfach bei der Maus einen Knopf drücken kann. Und der gleiche Trick funktioniert hier auch. nice. 70. So, kannst du wieder beschleunigen. Ganz schön wackelig. Ja, ist ja gut. Bin noch da. Ah, ich muss da irgendwie immer dran denken, als ich da mit der Taurus einmal den Brenner rauffahren durfte. Das Erlebnis, das war ein echter Kindheitsraum, der da in Erfüllung gegangen ist. Da würde ich gerne mal wieder zurück zur Lehre bei der ÖBB. Das waren Zeiten. War nicht alles doof bei der Bahn damals. Nur die Kollegen in der Lehrwerkstätte, die waren für den Arsch. Habe ich gar nicht mitbekommen, was das für ein Halt hier ist. Was haben wir eigentlich hier so schönes? Lösezeiten nach Druckabsenkung in der Hauptaufleitung bei. Zuglänge, Schnellbremsung auf 0. Mann, ich wollte es gerade lesen. Tippsbremsung, okay. Soll das eigentlich sowas wie eine Herdplatte hier sein? Sieht ziemlich danach aus. Ich war leider nie in einem Führerstand von einer L44 drin. Nur noch von außen gesehen. Oh, 1042 wäre eigentlich auch interessant, hier mal hochzufahren. Vorgänger von der hier. Und bei der Brücke da oben hat man einen richtig geilen Ausblick.
Ja. Müssen wir ganz kurz hier vom Plan gucken. Also das ist hier so die Brennerstrecke. Der Schleifen, das wird nochmal richtig cool hier. So, Fernlicht wieder aus, damit wir hier keinen blenden. Und wenn ich es noch im Kopf habe, dann sollte eigentlich noch so ein kleiner Abschnitt kommen, wo wir 100 fahren dürfen. Das ist dann relativ flach. Und da kommt der nächste Halt, Patsch, wo wir natürlich vorbeifahren. Muss man angewöhnen, dass ich die Siefer wirklich durchgehend immer wieder drücke. Oh, by the way, ich habe nebenbei noch ein bisschen Recherche betrieben über die ÖBB und für ein anderes Video, was ich noch gemacht habe. Und dabei habe ich herausgefunden, dass die ÖBB den Stationsjingle geändert hat. Und jetzt ist es dieser komische Gong da, dieser einzelne. Oh, der klingt ja mal mega scheiße. Also der alte Jingle, der hat mir wesentlich besser gefallen als wieder neue. Also, weiß nicht, bin ich schlechte Entscheidung, was die ÖBB da gemacht hat. Vom Sounddesign her. Weiß nicht, kennt ihr den neuen Jingle auch schon? Wenn ja, wie findet ihr denn so? Schreibt es mal gerne in die Kommentare rein. Also, wenn es ein Voting geben würde, ich will den alten wieder. Ist eigentlich noch witzig, weil vor kurzem war ich eben gerade in Tirol und da ist mir dieser neue Jingle noch nicht mal aufgefallen. So dumpf ist der. Oder nichts aussagend. Ja, ist ja gut. Nach dem Tunnel wieder 80, aber wahnsinnig schnell werden wir hier auf der Brennerbahn nicht werden mit den ganzen Kurven. Wie sieht es eigentlich aus mit der Kabinenbeleuchtung? Die haben wir. Haben wir das auch in einer kleineren Variante? Irgendwie nur hier unten oder sowas. Ja, ist ja gut. Schaut nicht so aus. Zumindest nicht etwas, was ich bedienen könnte. So, machen wir das wieder aus. Fernlicht wieder aus. Mensch, hab ich echt Glück mit der PCB. Also das Hin- und Herwackeln ist schon leicht gewöhnungsbedürftig. Ich frage mich, ob das daran liegt, dass wir hier mit Doppeltraktion fahren, dass sich die gegenseitig da ein bisschen aufschaukeln. Also jetzt von der Simulationsumsetzung her meine ich, dass die zwei Loks das irgendwie nicht so geil finden im TS Classic. Mein Kollege. Ah, es ist schon schön. Okay, gehen wir wieder rein. Jetzt kriege ich noch wieder eine Zwangsbremsung. Haben wir eigentlich auch so eine Kamera? Geht das? Oh ja. Ist nur ein ganz klein wenig laut. Bleiben wir hier drin und machen das Interface wieder kleiner. Ich meine, übrigens zum Thema Interface.
Diese Kamera-Hotkeys hier da, ne? Die hätte ich irgendwie gern hier auf der Seite. Ich meine, da ist ja noch ganz genug Platz. Ich würde das gern hier so klein haben und hier meine Kamera-Hotkeys haben. Das wär's. Weil gerade wenn ich jetzt nicht mit dem Rail-Driver fahre und für besondere Ansichten, dann nutze ich halt diese Hotkeys. Also gerade für da, hier zwei Ansichten da. Das wäre nice. Ansonsten mit dem Rail-Driver habe ich ja die ganzen Buttons unten dran, wo ich das aufgemappt habe, da muss ich noch die drücken. Aber das wäre schon schön, wenn das hier so irgendwie wäre. Das gleiche auch zum Beispiel bei der Dampflok. Da hast du ja dann auch hier, also bei der Ansicht, der hier die Ansichten, ich glaube hier auf der Seite ist es, wo du ja das Wasser nachfüllen kannst und Kohle nachschaufeln, wenn du es halt über das GUI machst. Das wäre halt auch noch etwas, was man in der Ansicht hier reinmachen kann. Beispiel, dass du hier wie so Füllanzeigen hast, oder rechts, egal wo. Und dann hast du wie diese kleinen Buttons hier, wo du dann halt das initiieren kannst. Ohne dass man hier immer dieses mega fette Interface hier offen hat. Das würde ich super finden. Oder, so wie es der RW Enhancer macht, ein komplett modulares Interface, weil da kannst du ja die ganzen Anzeigen hier am Monitor hier hinschieben, wie du es gerade brauchst. Aber der hat noch keinen Support für Dampflokomotiven. Noch nicht. Will aber machen. Könnte ich eigentlich vermehrt in der Zukunft machen, dass wir mit dem RB Enhancer Interface fahren. Sieht auch viel schöner aus. Es ist nur zum Aufnehmen manchmal ein bisschen blöd. Ja, da vorne ist jetzt dann die Stelle, wo wir ein bisschen Gas geben können. Zumindest für einen kleinen Moment. Aber nach wie vor gute grüne Fahrt hier. Sehr schön. Ja, das hat sich jetzt nicht rentiert. Matt 3. Matt 3 in Osttirol, glaube ich, war das, wo ich mal Urlaub gemacht habe. Das ist eigentlich nur schön. Oh mein Gott, schon, war das Matt 3? Oder? Ja, glaube ich, Osttirol. Ja. War ich nicht falsch. Cool. 100. Kannst du haben. Oh, was hat's denn hier alles? Ich mal ganz kurz gucken. Okay, also die Güterwagen stehen hier auf dem Bahn. Fuck! Zwangsbremsung Nummer 1. Aber diesmal von der PCB. Ah. Okay. Ja, das war zu erwarten, dass das passiert. So, möchtest du wieder lösen? Das würde ich voll super finden. Hi, Kollege. Und technisches Problem. Machst du was? Boah, das dauert jetzt wieder eine halbe Ewigkeit. Oh Mann. Okay, Leute. Ich mache mal ganz kurz einen Cut, bis die Bremse wieder in Ordnung ist. Also, bis gleich. So, da, die Bremse hat sich so gut wiederholt. Wir gehen mal raus aus der Pause. Und dann schauen wir, dass wir das auf dem Brenner rauf schaffen. So, bitte Leistung.
Wunderbar. Ah, ich will so gerne die Sifa ausmachen. Jetzt habe ich schon gesagt, ich fahre damit. Ach, ich und meine sexy Aufnahmen. Jedes Mal ein Genickbruch. Ich muss mal eine Liste führen, in welchen Situationen ich eigentlich jedes Mal eine Zwangsbremsung gekriegt habe. Alles klar. Da hat's wohl ein Spawnpoint. Hätte ich jetzt woanders gemacht. Braucht jemand einen Traktor? Fällt jetzt gerade auf, bei dem bewegen sich die Reifen ja gar nicht. Er wird aber später einen schönen Plattfuß haben. Es ist ja so ein Feature, was man bei SimRay so gefährt. Wenn man da in die Rückspiegel reinschaut bei SimRay, dann sieht man auch wirklich was. Und nicht nur so ein Bild wie hier. Kleines Detail. Nicht so wichtig, aber schön trotzdem, wenn es funktioniert. Gerade wenn man mit dem kleinen Triebwagen unterwegs ist. Ja, okay. Ganz verschwinden geht natürlich auch. Und da vorne schon der nächste Halt. Steinach in Tirol. Frag mich gerade, wenn so eine L44 von, ja ist ja gut, wenn so eine L44 vom Brenner runterfährt nach Innsbruck, dann ist er ja de facto Dauer in der E-Bremse drin. Generiert die dann genug Strom oder äquivalent den Strom, den die L44 braucht, um wieder nach oben zu fahren? Oder wäre es eher so an der Hälfte? Sprich, dass er die Bergfahrt dann wieder zu 50% drin ist. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, wie da das Verhältnis so wäre. So, PCB sollte mir eigentlich nicht wischen, ist alles grün hier. Aber ich drück's trotzdem mal, nur zur Sicherheit. Nachdem da vorne wieder 90 ist, lassen wir mal ein bisschen rollen. Boah, das ist aber eine harte Kurve hier. So, und wieder Leistung. Hier ist es auch. Das Gleis ist da am Bahnsteig. Hey, warte mal, 80. Na, schafft das von allein da so runter zu kommen auf 80? Na komm, langsamer. Na, also da trotzdem ein bisschen bremst. Kommt erstmal kein Signal. Machen wir nochmal sexy Aufnahmen.
Ich glaube, der ist dezent ein bisschen schwerer als wir. Hätte ich jetzt mal so vom Gefühl her gesagt. Ich bin mal gespannt, wie das mit der Auslastung geht hier mit der Brennerbahn, wenn dann der Tunnel dann steht. Ob das dann so ähnlich wird wie mit der alten Gotthardstrecke in der Schweiz. Ich muss mal hier mit einer anderen Lokbar hochfahren, um zu schauen, ob das Rumwackeln jetzt hier irgendwie streckenbedingt ist, von den Gleisen her. Oder ob das die L44 ist, die irgendwie unglücklich ist, dass eine zweite L44 dahinter ist. 70. Kannst du haben. St. Jodok. Auch interessanter Name. So, und hier, glaube ich, ist es auch mit der großen Kurve da. Ich meinte, wir machen jetzt dann hier so die große Kurve dann hier rauf, so. Irgendwie so. Ja, ist ja gut. Also quasi einmal um das Dorf rumfahren. Merkt man, das Dorf ist jetzt hier auf der rechten Seite. So, Fernlicht an. Aber stellt euch mal vor, wie laut es sein muss, wenn du hier im Tunnel irgendwie drin stehst. Oder gerade zum Beispiel als Arbeiter. Oder gerade irgendwas machst und dann kommt so eine Doppel-L44 daher und macht dir erstmal das Trommelfell kaputt. Ja, da ist das Dorf da unten. Da hinten waren wir gerade vorher. Boah, das wäre... Ja, ja. Das wäre so ein geiler Platz hier für Fotoshootings. Aber krass, was man in der kurzen Zeit an Höhenunterschied gewinnt. Wenn wir jetzt gerade da unten gewesen sind. So, Fernlicht kann ich eigentlich wieder ausmachen. Jetzt fahren wir de facto wieder retour. Zurück nach Innsbruck. Richtungsmäßig. Also gerade mit seiner geilen Dampftraktion, mit seinem historischen Zug da auf dem Brenner rauffahren. Das muss ein gigantisches Bild sein. Ich könnte das gleiche auch bei der alten Gotthard strecken. Ja, ist ja gut. So, jetzt müssen wir kurz parallel was nachsehen. Sehr gut.
ich muss gerade sagen, ich habe gerade auf unserem Discord-Server was Interessantes gesehen. Da hat gerade jemand gefragt, was es gerade für Stellwerk-Sims gibt. Und da waren jetzt gerade ein paar Namen mit dabei, die ich jetzt noch gar nicht kenne. Ich glaube, ich muss nach der Fahrt mal ein bisschen recherchieren, was die Sachen so können. Stellwerk-Sim, das wäre es genau mein Ding. Mal ein bisschen mehr herauszufinden neben Simrail und TD2 und natürlich den Stellwerk-Sim, der auf Java-Basis ist. Vor allem so englische Stellwerke würden mich mal reizen. Die funktionieren ja ganz anders wie bei uns. So, herzlich willkommen in Gries. Eine Trafostation hier. Ist aber auch nicht wirklich viel los hier, hm? Immer so ein Bauerndörfle. Naja, gut, da hinten ist ein bisschen was los. Ist aber auch ein mega Umweg, bis die mal hier sind. Von da hinten. Das wird mich mal ein bisschen ankotzen, wenn ich da hinten auf der anderen Talseite bin. Und hier kein Auto. Und ich muss dann zu Fuß dann hier hingehen. So, 80. Komm, ein bisschen mehr geht noch. Ja, ist ja gut. Wow, die 80 sind aber von kurzer Freude. Da vorne kommt schon wieder 70. So, nehmen wir mal die Leistung wieder weg. Oh wow, das geht aber schnell wieder runter. Oh yeah, nailed it da. Sage ich hier von hinten. Das ist relativ ruhig hier. So, sollte eigentlich eher ein bisschen mal auf die Signale schauen, jetzt wo wir dann gleich mal im Brenner sind. Sonst grüßt die PCB mal wieder. Totale Spaßverderbe, diese PCB und Ziefer. Ah, ich glaube, da hinten ist es. Ich glaube, italienische Strecken bin ich noch gar nicht gefahren in TS Classic. Also ziemlich sicher nicht als Video. Bin mir ziemlich sicher, dass ich nichts gemacht habe, aber auch so nicht. Habe ich es jetzt ganz ausgemacht oder? Ja, habe es ganz ausgemacht. Okay. Oh, 30. Ich schaue mal langsam. Oh, das ist generell 30. Und da grüßen die Italiener. Was denn? Was soll denn das hier? Ah, ich hätte es bestätigen müssen. So ein Held, ganz ehrlich. Ah, oh, ich Superheld. Mein Gott.
Ich war jetzt so abgelenkt davon, dass es andere Signale waren. Ah. So, da darfst du jetzt hier wieder Leistung geben. Dann stellen wir hier mal auf 30 ein. Oh, bitte. Na, komm. Fahr bitte vom Platz. Holy shit, Gott sei Dank. Da bin ich ja nicht voll beladen. Also die Lok dankt's mir nicht. Was ist denn da unten? Abstellung oder wo geht's da hin? Ja, das sieht nach Abstellung aus da unten. Aber warum sind das jetzt hier schon italienische Signale? Ich dachte, die... Ganz immer weiter hinten. So, mehr als einmal drückt, das müsste jetzt aber reichen. Bei der Bahnhof, glaube ich, ist ja wie so zweigeteilt vom Stromsystem her. So, Brenner Siding 6. Gleich da vorne. Das sieht nach dem Stellwerk aus hier. Ich glaube, jetzt können wir die Leistung komplett wegnehmen. Und hier auf die Bremse mal hier reingehen. Ah, da vorne ist... Hier anhalten. Italienisches System da hinten. So, knappe Sache. Aber mit den Hintern sind wir jetzt hier ein bisschen zu lang, oder? Ich meine, wenn ich jetzt weiterfahre, dann habe ich ja da vorne das italienische System. Also ne, entsprechend die ganzen Ausfahrsignale hier. Great job! Ja, das glaube ich, würden jetzt nicht alle so sehen. Ach, würden die da einfach reinrollen und dann werden die zurückschleppt? Ist das so? Also, wenn die Elfen wird sich da wirklich einfach so durchrollen und dann hier Stromabnehmer runter und dann zurückschleppt wieder auf ÖBB-Seite. Ich meine, so eine Lok wie die Taurus, die kann hier einfach umstellen, aber die F44 ja doch nicht. Klärt mich auf, wer es weiß. Na gut, ich hoffe, die Fahrt hat euch gefallen. Ich wünsche euch alles Gute, gute Weiterfahrt. Bleibt gesund und bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.